Hallihallo, hallöde, willkommen zu einem neuen Unboxing-Video und zwar ein Starterdeck Disney Lokana Die Tintenlande. Und zwar haben wir hier mit Dagobert Duck und Vaiana vorne drauf ein Rubin-Saphir-Deck. So, ein bisschen in die Kamera halten, damit wir das hier auch. Thumbnail. Gut. Ein Starterdeck für eine Person. Jetzt mal wieder gucken, wie wir das hier am besten öffnen. Das macht sich am besten, glaube ich, an der Seite. Oder unten. Ne, unten logischerweise. Oder oben. Das macht ja gar keinen Sinn. Aber ich habe es ja sonst auch immer so reingeschoben, ne? Also muss es ja unten oder oben sein. Die haben doch die Verpackung geändert. Das kann mir doch keiner sagen. Ich mache jetzt auf der anderen Seite. Ich glaube, egal wie man es macht, ist natürlich blöd. Drin haben wir ein Starterdeck mit 60 Karten inklusive zwei Foilkarten, 11 Schadensmarkern, eine Spielmatte aus Papier. Ein Legendenmarker aus Pappe und ein Regelheft plus ein Booster mit 12 zufälligen Karten. Das ist dann halt auch ein Booster von den Tintenlanden. Also, ich glaube, die Seite ist nicht optimal gewesen. Aber egal. Alles ein bisschen heller hier gehalten als davor, die beiden Sets. Dadurch, ja, ist die Pappe auch heller. Und die Schadensmarke und alles auch heller. Ja. Hier Schadensmarker. Der Legendenmarker ist tatsächlich noch, sogar noch dunkel. Dann haben wir hier eine Spielmatte, die ist tatsächlich auch hell. Interessant. Dann haben wir hier das Deck. Die Schnellstartregeln und ein Booster. Okay, kommen wir mal erstmal zu dem Starterdeck. Und so Butterbrotpapier mal wieder eingepackt. So viel kann man schon mal sagen, auf der Rückseite kann man nicht sehen, von welchem Deck das ist. Also von welchem Set. Wäre ja auch ein bisschen unklug, sagen wir mal. So. Es kann natürlich sein, dass hier auch wieder Karten von den ersten beiden Sets drin sind. Mal gucken. So, da haben wir Vaiana, geborene Anführerin. Das ist die eine Foilkarte in Rot. Und die in Blau ist Dagobert Duck, reichste Ente der Welt. Dann haben wir Della Duck, unaufhaltsame Mutter. Haben wir gleich zweimal drinne, dreimal drinne. Dann Hi Hi, ungewollter Entdecker. Ein zweites Mal, ein drittes Mal. Dann Kokumura, bedrohlicher Seefahrer. Ein zweites Mal, ein drittes Mal. Dann Maui, aufstrebender Halbgott. Der sieht hier irgendwie aus wie ein Vogel. Ein zweites Mal. Ein drittes Mal.
Dann Minimaus, stets stilvoll. Ein zweites Mal. Dann Vaiana, unerschrockene Seefahrerin. Zweites Mal. Drittes Mal. Dann Simba, rauflistiges Löwenjunges. Spiegelt ganz schön hier. Dann Niki Wanderquack, eifrige Ente. Zweites Mal. Drittes Mal. Dann aus dem ersten Set, okay. Haben wir hier noch Drachenfeuer als Aktion. Zweites Mal. Dann noch eine Aktion und zwar Seefahrt. Auch nochmal ein zweites Mal. Dann haben wir Mauis Fischhaken. Gegenstand. Dann sumerischer Talisman, auch ein Gegenstand. Zweites Mal. Und jetzt kann man hier neue Dinge, und zwar Orte. Da muss ich einmal drehen, damit man es auch sieht. Und zwar haben wir hier Agrabah, Marktplatz. Dann nochmal, ein zweites Mal und ein drittes Mal. Und dann kommen wir zu den blauen Karten. Oh, da haben wir schon eine aus dem zweiten Set. Und zwar von Unruh, sprechende Uhr. Und noch ein zweites Mal. Dann Trickdack. Angeberischer Neffe. Ein zweites Mal. Herzog von Pitzbühel. Kleinkrimineller aus dem zweiten Set. Ein zweites Mal. Dann Manisek. Einsamer Betrüger. Ein zweites Mal. Ein Fabio ist noch aus dem ersten Set. Stimme der Vernunft. Zweites Mal und ein drittes Mal. Dann Grammatala, Bewahrerin der alten Geschichten. Und ein zweites Mal und ein drittes Mal. Daniel Düsentrieb, Technikfreak. Dann Tick. Duck, gerissener Neffe, Track, Duck, entspannter Neffe und ein zweites Mal und ein drittes Mal und Maid Marian, entzückende Träumerin und ein zweites Mal. Und Dagobert Duck, Onkel Geldsack. Ja, der hat ja auch viel Geld, ne? Und ein zweites Mal. So. Dann kommt hier noch als Gegenstand die Tresortür. Und ein zweites Mal. Und dann haben wir hier Moon to Nui, Inselparadies. Und noch ein zweites Mal. Ja, das war schon mal das Starterdeck. Dann haben wir hier noch mit einer Minimaus ist das, oder ist das Mickey Maus? Ne, das ist Minimaus. Ein Booster.
Wir haben übrigens auch wieder was Neues hinten bei den Karten. Und zwar haben wir hier zwei Karten, die einfach nur die Orte erklären. Ja, kann man machen. Ist halt hier ein neuer Bestandteil. Deshalb kann man es machen. So. Dann zu den Karten. Maid, Marian, entzückende Träumerin. Als Gegenstand Krachbummanzug. Dann Niki Wanderquack, eifrige Ente. Milo Tetsch, oder Milo Tetsch, kluger Kartograf. Zauberbesen, der große Feger, ja, hier gibt es wieder Zauberbesen. Lass mich nicht allein, ein Lied. Dann die Ankamen, Kit Wolkenflitzer, Navigator, Polaros, ein Eistitan und noch ein Lied, Ich hab einen Traum. Dann eine Legende-Karte, eine seltene Karte, Rare, Captain Hook, meisterhafter Schwertkämpfer und eine epische Karte, Pongo, entschlossener Vater und eine seltene, seltene Vollkarte, Mama Odi, mystische Macht. Ja. Okay, das waren dann quasi die Karten hier. Packe ich jetzt hier einfach mit rein. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Es gibt ja noch ein paar Unboxings hier. Und dann sehen wir uns das nächste Mal hier wieder. Könnt natürlich gerne auch kommentieren, Like da lassen. Bis dahin und ciao, ciao.